Ja, das Problem, das ich habe, haben nämlich viele andere Leute auch. Das heißt Fruktoseintoleranz, also eine Unverträglichkeit für Fruchtzucker. Aber was heißt das jetzt genau? Also was macht der Fruchtzucker in meinem Bauch jetzt falsch? Wir haben einen Termin mit Frau Grandpère ausgemacht. Sie ist nämlich Ernährungsberaterin und wird uns helfen, etwas Licht in das Fruktosedunkel zu bringen. Auf geht's! Also gut, als erstes ist es am wichtigsten, dass wir mal differenzieren. Es gibt Nahrungsmittelintoleranzen und es gibt Nahrungsmittelallergien. Und es wäre jetzt für Sie ganz wichtig, dass wir herausfinden, handelt es sich bei Ihrer Unverträglichkeit, wenn Sie einen Apfel essen, um eine Nahrungsmittelallergie oder eine Nahrungsmittelintoleranz. Wir haben da jetzt die Möglichkeit, eine Zeit lang ein Symptomtagebuch zu führen. Das bedeutet, Sie notieren genau, was Sie essen, zu welcher Uhrzeit Sie etwas essen, auch die Zubereitungsarten. Bei einer Nahrungsmittelintoleranz, die erkennt man oft sehr schlecht. Man isst irgendwas und die Symptome oder die Beschwerden treten erst nach 8 bis 72 Stunden auf. Was ist der Unterschied zwischen einer Nahrungsmittelintoleranz und einer Nahrungsmittelallergie? Das möchte ich Ihnen noch ganz kurz erklären, weil das ist ganz wichtig. Also eine Nahrungsmittelallergie ist eine immunologische Geschichte, sprich der Körper reagiert auf ein Nahrungsmittel. Also wir nehmen etwas zu uns und der Körper sieht es als Feind an. Bei einer Immunintoleranz sieht es ein bisschen anders aus. Eine Immunintoleranz hat eigentlich mit einem, ja, Gendefekt zu tun. Also es fehlt uns was. Also normalerweise wird im Dünndarm der Zucker in die Zellen transportiert und wenn er nicht aufgespalten werden kann in die Galaktose und die Glukose, dann kommt er in den Dickdarm. Im Dickdarm haben wir dann viele Darmbakterien. Das bedeutet, die sind dann ganz arg beschäftigt, diesen Milchzucker zu verstoffwechseln und bauen den um in Gase. Und das ist das, was praktisch Blähungen verursacht, Bauchschmerzen verursacht, Durchfall verursacht. Das kann auch gemessen werden. Also da können Sie zum Beispiel beim Arzt einen Test machen, weil dieser Wasserstoff, der sich da entwickelt, über den Atem wieder ausgeatmet wird und da kann man einen Wasserstofftest machen. So, endlich geht es mir und meinem Magen wieder besser. Und das auch ohne großartige Medizin. Aber ich muss jetzt leider meine Essgewohnheiten etwas umstellen. Das heißt, der hier wird erstmal vom Speiseplan verschwinden. Aber ich denke, das kriege ich irgendwie hin.